Hallo und freundliches Willkommen hier wieder bei TV Berlin zum Hauptstadtgespräch. Heute wird's rockig. Naja, genau genommen, ab nächster Woche Freitag wird's wieder ein bisschen rockig, weil dann geht Rockhaus wieder mal auf Tour. Und immerhin zwei von den Jungs sind jetzt bei mir. Ja, wen nenne ich jetzt zuerst? Naja, vielleicht dann doch den Frontmann Mike Kilian. Hallo, schön, dass du da bist. Und Reinhard, Herr Petereit. Richtig. Gleich mal die Frage, wieso immer dieses Herr Petereit? Ach, es widerspricht eigentlich meiner Person. Ich wollte das so als förmliche Person. Ich bin aber genau das Gegenteil. Das ist es, wollte mal so überspitzen. Und alle wollten dann sagen, Herr Petereit, ja? Ja, außerdem kam immer... Außer die Band. Es kam ja mal. Wie nennt ihr ihn? Einfach Reini, wie früher. So, ja, das Problem ist bei Reini, wenn ich sage, wie heißt denn Reini? Ach, Reini ist ja geil. Ist ja lustig, der Name. Das ist so niedlich, ne? Und da habe ich gesagt, nee, das irgendwie nervt mich das. Also ihr macht schon ein paar Tage zusammen Musik, 1900, irgendwann ja, Ende 81. 81? Also mit mir. Also ja, mit 81 ging es los. Aber Rockhaus gab es schon vorher, ne? Rockhaus, ich gründet 79. Die erste Einstufung, man musste im Osten eine Einstufung machen, ja. Ne? Man durfte 4 Mark der DDR verdienen in der Stunde und das wurde festgelegt. So kam ich nämlich neulich drauf, weil mich nervt es ehrlich gesagt immer, weil ich habe neulich von dir einen Facebook-Eintrag gelesen, da wart ihr beim MDR zu Gast und da wurde das angekündigt, die Ostrock-Band. Und da habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt 35 Jahre her mit dem Osten. Euch gab es seit 81 jetzt zusammen, hast du gesagt, also noch etwa 8 Jahre. Also ihr habt viel länger im Westen oder im gemeinsamen Deutschland jetzt gespielt als vorher. Wieso immer noch diese Bezeichnung Ostrockband? Nervt die nicht ein bisschen? Na ja, die nervt schon, aber wir sind jetzt einmal in einem Alter, wo man drüber hinwegsieht über die traurigen Gestalten, die immer noch so machen, egal ob Zeitung, Fernsehen oder sonst wie. Ich glaube, das wurde ja auch, glaube ich, vom Osten her gegründet. Also wir sind, glaube ich, selber dran schuld. Ich habe es ja in der Zeitung jahrelang verfolgt. Auch die arme Band Silly tat mir immer leid, als die erfolgreich wurden mit Anna Los. Da stand dann immer Silly und die Ostrock-Band. Wo ich dachte, mein Jungs, seid ihr denn bekloppt? Was ist denn da los? Aber wenn sie das unbedingt so haben wollen, ich glaube mal, unsere nächste Generation vielleicht ist dann schon drüber hinweg. Die ist dann drüber, also die neuen Bands, die so kommen, oder? Dann ist so. Es deutsche Musik, egal ob sie jetzt aus dem Norden, also zum Beispiel Bellbook in Kendall oder so, ist ja, ne? Also, Da ist es nicht, ne? Da alles, ist es nicht. So, also Rammstein hat es auch geschafft, zum Glück. Also das gibt ein paar, ein Glück, toll. Da kommen sie nicht drum rum. Weil würde sich auch blöd lesen, Rammstein hat Madison Square Garden ausverkauft und die ehemalige Ostrock-Band spielt jetzt da. Ja? Also insofern machen wir mal Schwamm drüber. Weil niemand würde ja zum Beispiel bei Bab oder was weiß ich, bei den Scorpions drauf kommen zu sagen, die Westrock-Band oder eben so was. Ne? Ja, das würde ich auch nie in den Mund nehmen, würde sagen, wir haben jetzt mit einer Westband zusammen gespielt. Wäre völlig albern. Ihr wart relativ wart erfolgreich im Osten. War da auch gut vertreten in den Radiosendern, in den Fernsehsendungen. Also ILD kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie mal noch DT64 früher oder irgendwie Ostradio hört oder heute noch den MDR hört. ILD, ich liebe dich, ne? So ein Hit von euch, allen anderen hören wir nachher gleich. Dann war irgendwann nach der Wende mal so ein bisschen Loch, ja, aber ihr seid jetzt wieder da und läuft alles wie immer? Ja, eher noch besser, weil wir sind natürlich so lange zusammen, ist wie so eine alte Ehe. Wir brauchten dann auch mal so eine Auszeit. Wir haben, glaube ich, 10 Jahre mal Pause gemacht zwischendurch, um uns dann wieder, 97 war die Pause, dann 2007 haben wir uns wiedergefunden und seitdem eigentlich fast alle 2-3 Jahre wieder ein neues Album gemacht. Mit Dank von Tobias Künzel von den Prinzen, die damals einen Support brauchten für ihre Tour oder wollten und haben gesagt, also die einzige Band, die sie sich vor den Prinzen vorstellen könnten, wären wir. Und dann Rockhaus. Wurden wir angefragt und so kamen wir zum Glück wieder zusammen. Und jetzt ist es halt so schön, dass auch noch wir einen neuen Bassisten haben, den Robert Protzmann, und der total frischen Wind reingebracht hat, den Altersdurchschnitt auch deutlich zu unseren Gunsten senkt. Und also ich möchte sagen, ist noch mal wie ein zweiter Frühling. Also jetzt ist die Band wieder in Topform und richtig gut da und wir haben auch jetzt praktisch das mit Beethoven überwunden und Beethoven war unser Keyboard. Der leider verstorben ist. Und jetzt geht es uns gut und wir blicken nach vorne. Du hast in der Zeit, in den 10 Jahren, bei anderen Bands gespielt viel, also bei Silly habe ich dich gesehen. Bei Zöllner mitgespielt. Was hast du die 10 Jahre über gemacht? Ich habe meine eigene Plattenfirma gegründet, Soloplatten gemacht. Dann habe ich so ein Projekt gehabt, Wagnerama, was so in ziemlich vielen Ländern ziemlich bekannt war, kurze Zeit. Und dann habe ich mal Musical gespielt. Dann habe ich
spiele ich immer noch in so einer Stones-Tribute-Band, Starfucker. Und mit Final Step, was so ein Projekt ist von Tobias Künzel, ist auch eine Band, die auch schon seit 20 Jahren aktiv ist. Also Hans Dampf in allen Gassen, aber zum Glück hat alles mit Musik zu tun. Wie schwer ist es? Also würdet ihr das heute noch mal machen? Ihr macht es ja jetzt schon, naja, man kommt auf fast 50 Jahre. Naja, sagen wir mal, sind wir freundlich. Würdet jederzeit sind wir 45 Jahre oder so. Musik ist das Schönste, was man machen kann. Du kannst alles rauslassen, kannst auf die Bühne gehen. Das ist ein wunderbares. Also wenn man Kunst machen kann, ich glaube, ist egal, ob man malt oder singen oder spielen oder egal was, wenn man sowas aus einem eigenen Ding Kreatives machen kann. Das, glaube ich, was Besseres gibt es nicht, wenn man sowas findet. Für sich. Aber man muss ja natürlich auch gespielt werden. Man muss Auftritte haben. Ne? Man muss ja irgendwie seine... Das ist schwieriger geworden. Das ist seine Miete bezahlen. Ja, das ist deutlich schwieriger geworden. Also jetzt heutzutage eine Band gründen, da wäre dann schon, ist schon... Aber die Kids oder die Jugendlichen, die das heute machen, stellenweise bewundere ich die ja, die haben neue Wege gefunden. Ja, also die benutzen die Facebook und ihr TikTok und Instagram und alles und machen so darüber, also da ist schon wieder, da klinke ich mich schon wieder das aus. Das ist ja hier schon sehr old-fashioned, ne? Das ist schon deutlich old-fashioned. Ja, also eine richtige CD noch oder so, möglicherweise noch eine richtige LP, gibt es ja auch noch. Ja, ja. Weiß nicht, ob es von euch eine gibt oder so. Ja, LP? LP? Gab es davon? Ja, davon haben wir Vinyl. Von Silly, ne? Ja, gab es LPs oder so, aber ja. Heutzutage ist das ja nun wirklich schon eigentlich out, ne? Das stimmt, aber ich bin immer noch so der, ich finde es schade, dass man heute so, sagen wir mal, früher hast du eine Platte gekauft und wusstest gar nicht so, das hat sich nur so durch Radio rumgesprochen, ja. Du wusstest nicht, was drauf ist, du hast die Platte gekauft. Und wenn du dann gemerkt hast, auch die Hälfte ist Mist, naja, dann hast du die Platte gehabt. Und heute kannst du einfach anklicken und sagen, ach nee, die ganze Platte bräuchte ich nicht, ich glaube, ja. Mir muss eh ein Song rum. Aber andererseits ist damit nicht auch so ein bisschen Hörgenuss oder Kulturgenuss verloren, weil früher hat man wirklich eine Schallplatte genommen, hat sie aus der Hülle genommen, hat sie aufgelegt. Den Arm draufgelegt oder auf den Knopf gedrückt, je nachdem, wie modern der Schall war, hat möglicherweise noch hier, also hier ist ein Booklet drin oder bei Schallplatten war es halt hinten drauf oder so. Ja. Damit geht auch so ein bisschen was mit der ganzen YouTube und sonst wie. Ist deutlich verloren gegangen. Geht etwas verloren, ja, oder? Ist deutlich verloren gegangen, was ich auch sehr bedauere. Aber so ein bisschen der Retro-Effekt, selbst bei den Jungen, setzt wieder ein, dass die sagen... Vinyl oder Kassette. Ich will Vinyl oder sogar Kassette. Kommt auch wieder. Es kommt jetzt wieder, ja. Die wollen wieder die Versetzung... Also brauchen wir wieder einen Bleistift zum Nachdenken. Also ich sag mal, ich hoffe, es geht nicht ganz verloren. Es hat sich natürlich alle gedreht und geändert. Ich will jetzt nicht sagen, damals war es schöner. Es war anders, ja, und toll. Ich möchte die Zeit nicht missen. Aber heute ist es sicherlich schwieriger. Aber andersrum, wenn man sich darauf einlässt, auch anders. Man muss einfach dann halt mit der Zeit gehen und dazu nehmen, wie das jetzt ist. Es ist ja immer auch so, dass Rockmusiker sich oft, also es gab in der DDR Rock für den Frieden, dann gibt es jetzt immer mal wieder, gab es Rock gegen Rechts und irgendwelche Sachen, wo Rockmusiker sich politisch eingemischt haben. Ist dir das als Sänger oder dir als Musiker wichtig? Oder sagst du, nee, wir wollen einfach unsere Musik machen und gut? Ich finde es eigentlich nervig, weil wir werden dann immer vor irgendeinem Kahn gesperrt und man kommt in so eine Schublade und Dings. Wir haben es versucht, eigentlich immer zu vermeiden. Wenn es jetzt nicht völlig, wenn es jetzt nicht um den Dritten Weltkrieg gehen würde, dann würden wir sicherlich sagen, da lassen wir uns was einfallen. Aber ansonsten, wir waren noch nie vordergründig politisch. Ich wollte gerade sagen, textlich seid ihr ja eher so... sozialkritisch. Wir sind ja, schon, aber wenn man zwischen so den Zeilen... Bonbons und Schokolade sozusagen. Na gut, das ist die Kinderzeit, damit hat es angefangen. Da waren wir um die 20. Ja. Da haben wir uns noch keinen Kopf gemacht, um irgendwie, dass es mal böse werden kann. Ja. Aber auf den anderen Platten, so seit ILD, wenn man so zwischen den Texten hört, kann man auch eigentlich ein bisschen unsere politische Meinung oder Facette wahrnehmen. Aber wir kehren nie nach vorne, weil wir haben nie den Anspruch, jetzt den Leuten zu erklären, wie sie denken und wie sie leben sollen. Also wir hauen das raus, was in unseren Köpfen ist und lassen das eigentlich so, dass jeder für sich... Also bei manchen Rockmusikern hat man ja so das Gefühl, wenn die auf der Bühne sind oder so, die müssen nebenbei dann immer noch außer der Musik zwischendurch noch lange Vorträge halten und ihre politische Meinung. Oder das manchmal sozusagen, hat man das Gefühl, die haben einen Erziehungsauftrag oder so, ihr wollt einfach unterhalten. Ja. Und was einfach nicht okay ist, oder? Die können das ruhig alle machen und... Das ist auch völlig okay, aber für uns ist das nicht wichtig, unsere Meinung anderen unbedingt kundzutun. Uns geht es mehr um das Leben, was wir so tagtäglich haben. Das wollen wir so ein bisschen abbilden.
Und auch, da hört man auch raus, was nicht so schön ist. Wenn ihr in einer Band, weil du sagst abbilden, arbeitet ihr zusammen, wenn geschrieben wird, wenn Texte gemacht werden, oder macht die eine alleine? Na, jeder macht für sich. Und dann beginnt ein Prozess, und dann ist es ein Prozess, wo man sich gegenseitig hochschaukelt, sag ich mal, das besser macht. Ne? Verprügelt. Wenn es sein muss. Ja, nee, dann ist der harte Kampf. Aber das ist auch schöner geworden. Das war früher auch alles ein bisschen nicht so toll, aber jetzt so. Also man wird gelassen, ja. Ja, finde ich, einerseits geht man zwar den Berg jetzt runter und merkt, man, wer weiß, wie viele Jahre haben wir noch, aber andersrum ist jetzt so schön, dass die Zeit eigentlich, man sich freut, dass man die jetzt genießen kann. Und wenn man sie wieder zurückschrauben würde, wäre man wahrscheinlich wieder die Rebellierenden, und jetzt sind wir einfach mal die Gelassenen und können uns in die Augen gucken und schreiben uns auch mal eine WhatsApp mit einem Herzchen dahinter, was früher noch nie vorgekommen ist. Bevor wir gleich mal noch ins Rebellieren kommen, es gibt ja zwei Titel von euch, die sicherlich ja irgendwie, wenn man an Rockhaus denkt, also ILD, Ich liebe dich, kennt wahrscheinlich hier, und der andere ist Mich zu lieben, den wir jetzt gleich hören. Weißt du noch, wie oft du die schon gesungen hast? Ungefähr? Na, ich schätze mal, ILD gibt es seit 30 Jahre lang, also mindestens. Und, aber spielen immer noch. Also auch ILD ist so, es gibt so also alle Songs. 30 Jahre gibt es länger als 30 Jahre. Ja, aber die ILD ist ja 88 rausgekommen. Ja. Das sind jetzt also ja ein bisschen. Aber ich liebe es immer noch. Und ich merke immer noch, dass so ein Junger, so ein Hunger oder so ein beim Spielen, das ist einfach noch nicht also abgelutscht. Ist nicht so beim Konzert, dass du sagst, nervt, spielen wir nicht mehr. Nee, um Gottes Willen. Nee, das ist überhaupt nicht. Dann würde ich auch aufhören, glaube ich, Musik zu machen. Das ist eher bei Bonbons Schokolade, was unser erster, so unsere Teenie-Zeit war. Da ist es einfach schwierig. Da waren wir 20, jetzt im Fall. Das ist eher so ein bisschen in Richtung Neue Deutsche Welle, ne? So gewesen. Ja, das machen wir auch möglicherweise. Nicht, ja, das machen wir ja auch nicht Bonbons mehr. Bonbons und Schokolade. Ja. Der andere Titel ist Blutrot? Nee. Mich zu lieben. Also, den hören wir jetzt. Ich hab alles aufgebrochen.
da sind wir wieder rockig, naja, oder vielleicht nicht ganz so rockig. Das war ja gerade so ein bisschen so eine etwas ruhigere Version. Ja? Und ihr geht jetzt auch auf so eine Tour, wo ihr diese ruhigeren Versionen, also Akustiktour nennt ihr es. Ne? Eigentlich ist es die ILD komplett die ganze Platte gespielt als akustische Variante. Wo wir wollten mal so ganz was anderes machen. Da kommt auch Cello drin vor, da haben wir uns noch einen Gastmusiker geholt, Daniel Hasbecker. Und das ist so ähnlich wie wir das, was wir jetzt gehört haben. Also laute Gitarren, verzerrte Gitarren gibt es da nicht. Es wird ein ganz besonderer Abend werden. Wolltet da ein bisschen sparen? Nee, mit Sparen hat nichts zu tun. War eigentlich der lauteste in der Band, hat sich die leiseste Variante gewünscht. Und zwar Heinz Haberstroh, der lag uns schon ewig damit in den Ohren. Und wir haben es immer weggeschoben, weil wir gesagt haben, nee, wir sind noch so jung, in Anführungsstrichen, mit 60. Also wir sagen, wir wollen noch laut sein, solange es geht. Und dann kam diese verdammte Scheiß-Pandemie und wir wussten nicht, können wir überhaupt noch Musik machen? Müssen wir ewig mit den Filtertüten hier noch rumlaufen oder was passiert? Und da haben wir eigentlich gesagt, träume dein Leben nicht, sondern lebe deine Träume. Und dann haben wir gesagt, so wie dieses hier wieder vorbei ist, machen wir das. Und dann haben wir jetzt beschlossen, wir machen es Gottverdammt nochmal. Und wussten noch gar nicht eigentlich, was wir uns da so einlassen. Und wie Herr Peter Reitreini sagte, kam dann die wunderbare Idee, komm, wir spielen die ILD komplett. Und der erste Teil, also der Abend wird aus zwei Teilen bestehen. Und der erste Teil ist praktisch so ein bunter Durchlauf durch alle anderen Alben, außer Bonbons. Natürlich. So ein Best-of, ja. So ein Best-of sozusagen zum Eingewöhnen. Genau. Und dann praktisch unser Meilenstein ILD. Und das mal ganz akustisch runtergezogen. Auch Heinz wird leise spielen. Völlig fassungslos sind wir alle immer noch. Aber es ist sehr schön. Wir hatten jetzt die Proben und sind also Nächste Woche in Magdeburg, wie der Magdeburger sagt, geht's los. Und in Berlin seid ihr dann? Am 19.04. in Marzahn, Freizeitforum. Aber leider schon fast ausverkauft, ja? Ja, es gibt, glaube ich, Vorverkauf gibt es nicht mehr. Es gibt vielleicht noch ein paar Abendkarten, aber. Ja, Restkarten. Das ruft doch danach, einen zweiten Abend dran zu hängen, oder? Naja, wir waren erstmal vorsichtig, ist logistisch immer nicht gleich machbar. Ja. Das verstehen wir natürlich unser Management. Aber wir behalten uns vielleicht vor, nochmal in einem gewissen Abstand vielleicht nochmal ein paar Sachen dran zu hängen. Also wenn es jetzt gut angenommen wird, so wie es läuft, weil Pirna Dresden ist auch schon ausverkauft. Ja. Also sieht schon sehr gut aus, die ganze Tour. Und wir gucken mal. Also wir sind natürlich total erfreut und überrascht. Wobei wir natürlich auch sagen, unser Publikum ist ja mitgewachsen. Die freuen sich natürlich auch, dass sie sitzen dürfen und dass es nicht mehr so laut ist. Aber wir hoffen natürlich, dass sie deshalb jetzt nicht denken, dass wir immer aber so ruhig bleiben. Irgendwann wird es dann auch wieder lauter. Irgendwann wird wieder aufgedreht. Und so richtig elektrisch, ja? Ja. Genau, danach. Wir sind ja schon dabei, neue Sachen zu machen. Also ich denke mal, nächstes Jahr wird ein neues Album und wird wieder richtig laut. Wie sehr habt ihr das Gefühl, dass ihr euch in diesen, naja, nun 40, 45 Jahren verändert habt? Also musikalisch auch verändert habt? Ich muss ins Spiegel gucken. Ja, das ist, man hat die ganzen Welt. Also welche Einflüsse, meint ihr, haben euch am meisten geprägt? Also mich, die Grunge-Zeit. Das ist aber auch schon eine Weile her, ne? Ja. Also das war gitarrenmäßig, endlich mal wieder gab es Gitarren. Das war eben, vorher gab es ja nur noch Keyboards. Das ist aber auch die 90er, da war ich auch viel in San Francisco, das hat mich echt geprägt. Und seitdem höre ich auch alles Mögliche, von Klassik bis Popmusik, alles Mögliche. Also das kommt alles, mischt sich da rein. Aber trotzdem muss es ja am Ende oder will es ja für euch auch Rockhaus bleiben, ne? Der Stil. Das ist das Schöne, wenn wir machen ja eigentlich so jetzt, früher hat man ja zusammen sich im Proberaum getroffen und kam mit seinen Ideen und heute durch die modernen Mittel macht es natürlich jeder zu Hause. Aber dann wird es ja so rumgeschickt und jeder spielt dann noch so seins dazu. Und dann kommt ja zum Glück wieder der Punkt, wo wir uns dann treffen. Und dann wird es eigentlich erst zu einem Rockhaus-Song. Also er ist vielleicht vorher schon in die Richtung, aber so wie dann jeder Einzelne dazukommt, dann ist es plötzlich ein Rockhaus-Song. Doch hat jeder seinen Stil. Ne? Über die Jahrzehnte hat jeder so seinen Stil entwickelt, der kommt dann durch. Und dadurch klickt es am Ende. Also ich glaube, jemand, der Rockhaus kennt, der weiß sofort, alles klar, ist was Neues von denen. Da ändert dann auch nichts, wie du sagst, ihr habt den Gastmusiker Daniel Hasbecker, der ja auch bei Silly gespielt hat, der bei Howard Carpenter gespielt hat, bei anderen Bands mitspielt, der integriert sich dann bei euch, ja? Oder ja, ihr integriert ihn. Der kommt ja jetzt bei dieser Akustik dazu. Wenn wir unser lautes Album machen, dann werden wir erstmal vor allen Dingen wir vier. Also wir haben ja gesagt, eigentlich nach Beethovens Tod haben wir gesagt,
war eigentlich die logische Schlussfolgerung, so weiterzumachen, wie wir angefangen haben als Rockhaus. Mhm. Also, wir hatten zu viert angefangen. Wir hatten erst später einen Keyboarder und da haben wir gesagt, komm, wir lassen den jetzt einfach weg und machen wieder wie früher zu viert Musik. Und bis jetzt läuft es fantastisch so. Und ich sehe eigentlich auch keinen Grund, da jetzt irgendwie noch jemanden zu holen. Bei der Akustiksache ist es was völlig anderes. Aber live, wenn wir wieder laut sind, gehört die Bühne uns vier an und da trampelt mir hier kein anderer noch rum. Wie gesagt, seit vielen Jahren, wie anstrengend wird das dann auch? Also man wird ja nicht jünger, ne? Na ja, geht noch, ja. Also ihr müsst noch nicht mit dem Rollator auf die Bühne. Nö, meine, jeder macht... Zifferlein hat man ja doch schon. Na klar, ich hatte schon mal einen doppelten Bandscheibenvorfall, obwohl ich Sport mache und alles, man ist davor nicht gefeiert. Ich hatte letztes Jahr zwei. Ja, siehst du, also furchtbar, furchtbar. Man hofft natürlich, man macht alles Mögliche, versucht ein bisschen gesund zu leben. Ich mache meinen Sport, laufe viel und jeder aus der Band macht... Ich fahre Fahrrad, breche mir den Daumen, geht ja natürlich auch sehr gut. Aber das schützt natürlich. Ich habe mich sehr amüsiert beim Fahrradfahren, weil ich hatte mir... Das Schienbein gebrochen auf Fahrradfahren. Ich glaube, es war ungefähr zur zweiten Zeit, haben wir es bei Facebook entdeckt. Ja. Wie gesagt, das hilft alles nicht. Also man macht nur Sport, aber man muss wirklich vorsichtig sein. Jetzt aber Daumenbrechen für einen Gitarristen ist ja irgendwie tödlich. Ne? Ja, also es ist ja irgendwie schon sehr, sehr das doof. War ne? Das war richtig dämlich. Also einfach dämlich. Also da muss ja dann fast schon die Berufsunfähigkeitsversicherung greifen. Ne? Ja, es war auch richtig mit OP und alles. Aber es wäre gut geworden. Geht es wieder? Greift wieder und funktioniert wieder. Ja. Also kannst wieder Gitarre richtig spielen. Also jetzt vielleicht deswegen auch Akustik doch ein bisschen leiser oder so. Ja, ist aber noch schwerer. Ach so. Akustik, ja. Das ja, muss noch mehr drücken. Gibt es Dinge, von denen ihr noch musikalisch träumt? Oder ich sag mal, du hast vorhin gesagt, Rammstein im Madison Square Garden. Klar, Rockhaus im Madison Square Garden. Gerne doch, bitte, aber wir Nein, aber gibt es irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, die wollen wir gerne noch machen? Ja, wir haben ja mit diesem Orchester gespielt, das war ja großartig. So was zum Beispiel. Ich meine, das mal so ein ganzes Rockhaus-Konzert und plus Orchester, das wäre schon mal sowas, könnte ich mir vorstellen. Aber wir haben, wie gesagt, das gibt es auch schon. Ne? Aber wir haben auch gelernt, jetzt sagen wir mal, die Ansprüche nicht, ich renne jetzt nicht rum und sage, ich will unbedingt Madison Square Garden, sonst verschieße ich mich, weil das ist Quatsch. Dann ja, aber zum Beispiel mit Orchester, das haben ja einige schon gemacht mit dem Filmorchester Babelsberg oder so, die ja schon manchmal so Rocksachen gemacht haben. Ne? Ja, wenn sowas passiert. Ich sag mal Waldbühne, oder? Das wäre ein Traum. Waldbühne wäre, die Wohlheide haben wir ja schon, warum nicht nochmal die Waldbühne? Ja. Mit Orchester? Richtig fett? Gerne mit Orchester. Ansonsten war ja immer mein Traum, so mit Pavarotti und mal singen zu dürfen oder Frank Sinatra, aber die Träume wären leider nicht mehr erfüllbar. Aber vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, mit dem man noch mal singen kann. Und wann kommt die Rockerrente? Also ich sag mal, die hole ich wie die Pudis nicht vor, sondern die schieben wir so lange weg, bis wir eigentlich umfallen. Also ich glaube, ich mache so lange Musik, wie meine Stimme hält, wie mich die oder uns die Leute hören wollen. Und ich hoffe bloß, dass man selber, das hat Tobias Künzel mal gesagt, das fand ich ganz schön, wenn man selber merkt, wenn man auf die Bühne geht, man sollte nicht mehr gehen. Ja. Ich hoffe, dass ich den Punkt erwische und nicht auf die Bühne gehe und die Leute dann nerve und die sagen, ey, jetzt sollte er nicht mehr kommen. Oder deine Frau sagt, übrigens, du musst auf die Bühne. Wer, ich? Ja. Also was ist die Bühne? Genau, was ist die was für Bühne? Ja. Bist du meine Frau? Wie ist dein Name? Wie heißt du gerade? Dann na gut, du musst ja die Texte auch noch merken. Ne? Also nein, da gibt es ja auch schon Hilfsmittel heutzutage. Also ich hab auch meinen kleinen Teleprompter, so wie die große Welt. Wer kommt denn heute zu euch heutzutage? Also immer noch die, die vor 40 Jahren schon gekommen sind? Die kommen glücklicherweise. Oder bringen sie jetzt ihre Enkel. Die bringen ihre Kinder mit. Oder die Enkel auch schon. Neuerdings die Enkel. Ja. Und auch neue Fans. Also so Leute, die durch irgendwelche Zufälle die ILD oder irgendwas in die Hand kriegen und sagen, boah, ist ja eine geile Texte, eine geile Band. Wo? Und dann lesen die erst, oh, 88, was ist denn da los? Also ihr habt ja inzwischen auch schon die Kinder. Du hast von Protzmann erwähnt. Ne? Ja, also ihr mischt im Publikum. Sehr schön. Also toll. Also nicht nur die Alten sozusagen, die uns auch lieb und teuer sind, aber es ist auch schön zu sehen, dass es sich mischt. Und wie sieht es aus im Alter jetzt auch? Es gibt ja den schönen Spruch Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Immer noch, aber weniger. Etwas reduziert. Bisschen dosierter. Man sucht jetzt mehr aus. Man nimmt nicht alles, was bei drei auf dem Baum ist. Und man haut sich auch nicht die Hacken zu wie früher und denkt, man muss besoffen auf die Bühne. Also jetzt wird dann doch eher Wasser getrunken auf der Bühne. Ja, ja. Nee, man hat Respekt einfach. Ist auch eine Sache des Alters, dass du sagst, früher, klar, da ist man mal mit einem kleinen Schwips auf die Bühne. Aber heute siehst du, die Leute zahlen einen Haufen Kohle. Ja. Die kommen, wollen eine schöne Show.
Und gottverdammt, ich kann mir danach 5 Biere drin pfeifen, wenn ich der Meinung bin, weil ich jetzt auch nicht mehr mache. Ja? Und sich einen kleinen Schnaps gönnen. Aber aus, das ist reduziert. Und aber es geht weiter und es wird nicht nur akustisch bleiben, sondern auch noch ein bisschen laut, ja? Es wird laut werden. Wir hören gleich was Lautes. Sagt ihr noch was dazu? Das, ja, was sagen wir dazu? Das war die erste Produktion bei Rainer Oleak in Tonstudio. Im Tonstudio, ja, Tonscheune. Da werden wir auch das nächste Album wieder aufnehmen mit Rainer Oleak. Und das war eine schöne, laute Nummer, ein schöner Einfluss von Rainer Oleak. Und ich hoffe auch bei dem nächsten Album, was laut werden wird, wird auch der Einfluss von Rainer Oleak für uns wohltuend sein. Und ich will jetzt nicht falsch sagen, wie heißt der Titel? Blutrot. Blutrot, das hören wir jetzt. Und ihr dann ab nächste Woche auf Tour. Und ab am 19.04. Berlin-Marzahn. In Berlin-Marzahn. Wir haben die Webseite eingeblendet. Schauen Sie einfach drauf, wenn Sie Lust haben. Da gibt es dann auch noch ja, vielleicht ein paar alte Bilder von Ihnen. Ich weiß gar nicht, habt ihr alte Bilder drauf? Weil eins hat sich ja deutlich geändert, das Outfit. Ne? Also ich habe neulich mal Bilder aus den allerersten Jahren gesehen. Ja, die Alben sind drauf. Das war bunt. Danke, dass ihr da wart. Mike Kilian, Reinhard, Herr Petreit, Rockhaus. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss, mach es gut. Und jetzt wird es noch ein bisschen rockig. Danke. Tschüss. Aufgebrochen und mich mit Bullen